Hey, hey, hey und hallo, einen wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht, Nachmittag, Vormittag, Morgen, wann immer ihr einschaltet, schön, dass ihr einschaltet, wenn es wieder heißt, das Brett zum Sonntag, einen wunderschönen, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht's gut, ich hoffe, ihr habt eine wunderbar verspielte Woche gehabt, habt ein wunderbar verspieltes Wochenende. Hier in München heißt jetzt seit 2 Jahren das erste Mal mal wieder, oh, zapft es, bin kein Bayer, ich spreche es komplett falsch aus wahrscheinlich. Heute Abend geht es zum ersten Mal für mich auf die Wiesen. Bin jetzt nicht so der Riesenwiesen-Fan, aber so ein, zwei Mal ist das schon schön und gerade, nachdem es jetzt 2 Jahre nicht war. Bin da von einem ganz guten Bekannten eingeladen, da mit eigenem Tisch und sowas, das ist dann schon ganz schön. Von daher bin ich froh, dass das heute ist und nicht gestern, weil sonst würde ich dieses Video jetzt wahrscheinlich nicht machen. Oder es wäre sehr lustig für euch, für mich weniger. Ja. Ansonsten, wir hatten auch eine sehr cool verspielte Woche. Das neue Great Western Trail kam auf den Tisch. Das Argentinien gibt es auch schon ein Video zu. Schaut gerne mal rein. Nächste Woche werden wir noch mal ein kleines Hand am Brett Feed Cat bringen, wo wir eben auch noch mal über gespielte Neuheiten reden. Da wird noch mal Great Western Trail dabei sein, wie auch Cat das fand. Wir haben Basilica von Portal Games. Wir haben Swindler von Pegasus bzw. Edition Spielwiese. Und noch so ein paar andere Neuheiten. Da werden wir drüber reden. Und das wird ganz, ganz großartig werden. Nächste Woche werde ich auch endlich hier meine Most Wanted Essen-Liste fertig machen. Ich habe bewusst ein bisschen später damit bewusst darauf gewartet. Einige Kollegen haben das schon im August gemacht. Ich habe mir gedacht, nee, mal gucken, ob sich da noch ein bisschen was reinschmuggelt. Und in der Tat, da haben sich so ein, zwei Sachen tatsächlich noch reingeschmuggelt. Also die Liste wird auch kommen. Und heute geht es auch um die Spiel in Essen. Ich habe gedacht, ich mache dazu jetzt keine eigene Top-List als Video. Finde es aber ganz passend beim Brett zum Sonntag, wo ich hier eh quatsch. Gut, eigentlich quatsche ich hier immer, aber naja, ihr wisst schon. Und da geht es darum, 6 Dinge in Essen, auf die ich mich ganz besonders freue, abseits der Spiele. Also da geht es jetzt nicht darum, das Spiel, sondern 6 Dinge, worauf ich mich sehr, sehr freue, jetzt in 2,5 Wochen auf der Spiel. Vorher aber hatten wir letzte Woche noch ein Thema und darüber reden wir. Da ging es um das Thema Spieletreffs, gemeinsam statt einsam. Wie seht ihr das? Spielt ihr lieber alleine? Geht ihr auf Spieletreffs? Vielen, vielen Dank wieder für die coolen Kommentare von euch. Ich habe mal 4 Stück rausgesucht und da haben wir als erstes die J. Kira. Guten Morgen, Kira. Grüße gehen raus. Du hast eine Gruppe vergessen. Ich zum Beispiel bin wirklich gerne unter Menschen und habe auch kein Problem damit, auf Leute zuzugehen. Genauso gerne spiele ich aber auch solo. Das einsam im Titel finde ich von daher schwierig und hoffe, dass da nicht wieder so eine Mensch-ohne-Freunde-Debatte aufgemacht wird. Das Thema sollte eigentlich überholt sein. Nein, also das ist definitiv nicht meine Intention. Jemand anderes hat auch geschrieben, Solo spielen nur Leute, die keine Freunde haben. Das habe ich, glaube ich, in einem meiner allerersten Videos auch mal so salopp als dummen Spruch gebracht. Das ist natürlich Quatsch. Also da möchte ich mich auch klar von distanzieren und das ist halt Quatsch. Auch wenn ich sage, Solo spielen ist gar nichts für mich. Das liegt für mich eher daran, dass ich einfach sage, ich habe einfach keinen Bock für mich selber ein Spiel aufzubauen und das dann alleine zu spielen. Dann spiele ich lieber am iPad was oder an der Playstation. Das ist aber eine rein persönliche Einstellung und ich kenne viele Leute, auch aus Spielrunden von mir, die gerne mal Solo spielen. Und das ist auch okay und das ist gut, dass es das gibt. Und ich glaube, das ist halt eine Komponente, die immer stärker wird. Und ja, vollkommen okay. Dann haben wir Alea Pavea. Guten Morgen, schöner Name. Auf offenen Spieletreffs war ich bislang noch nie, aber ich habe meine Spielegruppen alle über die App Jodel gefunden. Das ist ganz witzig, ich dachte mal, Jodel ist so eine Studenten-App. Das waren quasi auch immer Blind Dates, haben sich gute Spielrunden und auch Freundschaften entwickelt. Ich habe den Eindruck, Brettspieler sind irgendwie immer mehr oder weniger kompatibel. Insofern hätte ich auf einen Spieletreff vermutlich auch weniger Hemmung, mich einer Gruppe anzuschließen. Ja, das heißt ja auch Gesellschaftsspiele. Ich meine, deshalb ist es ja so. Als Brettspieler ist man Gesellschaftsspieler in Gesellschaft, also selbst jetzt mal abseits von einem Solo-Thema. Aber klar, man lernt ja auch das gemeinsame Spielen und da gehört auch viel Toleranz zu und aufeinander zugehen. Und selbst wenn man gegeneinander spielt, ist es ja am Ende ein Spiel und danach alles wieder fein. Als ich sonst hätte. Wo haben wir es? Bezüglich Feed the Kraken bin ich am Überlegen, mal im Freispiel unser lokales Spielecafé eine Runde zu organisieren. Absolut, macht das. Wir haben es gestern auch wieder gespielt. War großartig. Dann haben wir noch die Hanna Neute. Hanna, guten Tag. Ich liebe so große Events, obwohl ich eigentlich sehr introvertiert bin. Ab und an schaffe ich das, war auch ganz traurig, dass ich es am Wochenende nicht zu Stadt-Land-Spiel geschafft habe. Dafür gab es dann aber viele Spiele im Familienurlaub. Ansonsten habe ich regelmäßig den Unispieleabend. Ich will jetzt regelmäßig zum Spieletreff in der Kultur
Werkstatt und über die Brettballett-Gruppe, beste Gruppe der Welt, Grüße gehen raus, habe ich jetzt auch noch eine Truppe gefunden, mit der wir uns am Samstag treffen. Ja, das ist cool. Ich habe das jetzt wirklich schon von vielen Leuten mitbekommen über die Brettballett-WhatsApp-Gruppe. Schreibt gern an brettballett@gmail.com. Wenn ihr da aufgenommen werden wollt, dann adde ich euch, dann schicke ich euch dann Einladungslink und dann könnt ihr da gerne auch mit teilhaben. Da haben auch wieder zwei, drei Leute geschrieben, hole ich dann heute auch noch nach. Und Little Minx 1908 schreibt, ich spiele gerne in Gruppen und gehe auch regelmäßig auf Spieletreffs. Ich bin dann oft der Erklärbär und oft gewinne ich nicht, wenn ich erkläre, da ich eher Fragen beantworte und schaue, dass alle am Spieltisch Spaß haben und ich vielleicht neue Leute in das Hobby begeistern kann. Natürlich habe ich auch feste Spielegruppen und da geht es dann auch schon oft um das Gewinnen. Empfehlen kann ich den offenen Spieleabend der Spielkultur, Brettspielern in Münster. Ja, auch da muss ich sagen, liebe Little Minx 1908, auch solche Leute wie du sind essentiell total wichtig. Deshalb also Hut ab dafür, dass man dann einen Erklärbär gibt und sagt, weißt was, dann verzichte ich halt auch drauf zu gewinnen, weil ich bin eher mit Fragen und alles beschäftigt. Aber genau das sind Leute, die so wichtig sind. Du hast es geschrieben, gerade um neue Leute ins Hobby zu bringen, um denen einen guten Einstieg zu ermöglichen. Und das ist halt was ganz, ganz wichtig ist. Und das finde ich halt auch ganz toll. Also von daher Chapeau dafür. So, wir reden jetzt über die Spiel. Ja, die wichtigste, relevanteste, spannendste Messe unserer Szene steht an. Und das sage ich als Teilhaber der BerlinCon. Aber die Spiel ist halt einfach, ja, das große Mutterschiff. Und das steht vor der Tür. Und ja, endlich wieder jetzt in voller Größe. Letztes Jahr war es ja auch, ich glaube, 93.000 Besucher, was immer noch immens ist. Aber viele Verlage auch aus dem Ausland waren letztes Jahr nicht da. Dieses Jahr geht es jetzt wieder mit vollem Tempo zurück zur Spiel, wie wir sie kennen. Nicht ganz, Maskenpflicht besteht noch, aber ansonsten, wir haben wieder eine Menge an Ausstellern und viele, viele Neuheiten. Und da reden wir heute drüber. 6 Sachen, auf die ich mich richtig freue, was die Spiel angeht. Ich bin mir gar nicht sicher, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, seit 1992 oder 93 gehe ich bis auf 2, 3 Ausnahmen jedes Jahr auf die Spiel. War für mich lange ein Heimspiel, weil ich ja Kind des Ruhrgebiets bin. Und von daher ist es für mich halt immer so ein ganz besonderes Ding. Und da habe ich jetzt einfach mal 6 Dinge mir rausgesucht. Ich habe es ja gesagt, abseits der Spiele und Neuheiten, dazu kommt nächste Woche dann noch ein separates Video, Neuheiten, auf die ich mich freue bei der Spiel. Aber 6 Sachen abseits der Spiele, wo ich sage, boah, freue ich mich total drauf. Und da fangen wir mal mit Punkt Nummer 6 an und das ist das Networken und so ein bisschen, ja, die Branchenkontakte pflegen. Gerade im Hinblick, weil wir jetzt auch anfangen, auf der Spiel viele, viele Branchenkontakte jetzt wieder zu treffen, die wir jetzt seit der BerlinCon nicht gesehen haben oder wenn die gar nicht auf der BerlinCon waren, die man da sieht. Und das ist halt auch immer so ein bisschen ein Startschuss für die BerlinCon, dass es da jetzt weitergeht fürs nächste Jahr. Weil die BerlinCon ist ja immer im Juli, so dann ist erstmal danach Urlaubszeit und. Aber die Spiel ist dann auch immer so ein bisschen das erste wieder Zusammentreffen mit den Verlagen, mit den Leuten. Und für uns dann auch so ein bisschen gedanklich, auch wenn die BerlinCon jetzt auf der Spiel für uns nur sekundär dann relevant ist, aber einfach mit den Leuten sich zusammenzusetzen, zu quatschen, gerade weil man da eben auch mal viele Leute auch aus dem Ausland sieht, mit denen man darüber reden kann. Und das ist aber ganz cool, weil damit weiß man dann auch, okay, jetzt waren da 2, 3 Monate zwischen dem Ende der BerlinCon. Wir haben die ganzen Abschlüsse und sowas fertig, wissen, wie das Ganze halt finanziell aussah und können uns dann eigentlich wieder anfangen, auf die nächste BerlinCon zu konzentrieren. Und das ist immer schön. Das ist halt immer so ein, auf der einen Seite natürlich für den Kanal ganz viel, was da in den Fokus steht, aber auch so ein bisschen vom Mindset her, vom Gedanken her, okay, jetzt fangen wir auch langsam wieder an für die BerlinCon fürs nächste Jahr zu arbeiten. Und das ist dann aber ganz schön, weil man dann auch wieder anfängt, die Räder beginnt zu rollen und solche Geschichten. Und das ist schön und da freue ich mich auch tatsächlich drauf. So, dann Punkt Nummer 5. Auch das muss genannt werden, auch wenn ich es jetzt nicht explizit nenne. Neuheiten, Neuheiten, Neuheiten. Ja, was soll man sagen? Wenn es ein Zeitpunkt in unserer Szene gibt, wo wir wirklich zugeschmissen werden mit Neuheiten, dann natürlich auf der Spiel, gar keine Frage. Verlage aus aller Welt sind da, präsentieren ihre Neuheiten, haben im Zweifel vielleicht sogar Sachen einfliegen lassen, damit sie auch noch pünktlich da sind. Und es ist wirklich ein,
ja, es ist overblowing. Es ist ein Reiz-Overkill. Die Neuheit. Oh, geil. Oh, das ist jetzt auch da. Wow. Oh, ja, wir haben 200 Exemplare einfliegen lassen. Wow, der Wahnsinn. Also, das ist fantastisch, da wirklich das überall zu sehen und zu wissen. Wow. Und dann auch, wenn die Spiel vorbei ist, was spiele ich jetzt zuerst? Was priorisiere ich? Der Stapel ist riesig. Man denkt sich, boah, das ist schon geil. Und dann sieht man irgendein Video von einem Blogger-Kollegen, der sagt, boah, wir haben jetzt das gespielt und das ist total geil. Ich, Scheiße, das hast du dir auch geholt. Oh Gott, da musst du das vielleicht ja zuerst spielen. So, oder manchmal ist es auch dieses Fear of Missing Out, dass man dann sieht, irgendwie plötzlich wird ein Spiel gehypt, was total an einem vorbeigegangen ist. Man hat sich nicht geholt. Scheiße, hätte ich mir das mal geholt. Das ist dann schon ganz cool, aber super viele Neuheiten, super viele Sachen, die man jetzt auch schon pre-ordern kann. Das auch als großen Tipp. Schaut auf BoardGameGeek, da gibt es erstmal diese Hotness-List, aber es gibt auch einen eigenen Thread mit wirklich mit zwei Seiten, die aber wirklich voll sind. Ich glaube, es sind 35 Positionen aktuell, wo ihr Sachen pre-ordern könnt. Das ist wirklich, wirklich Gold wert. Ich kopiere den Link meiner Videobeschreibung, weil das hilft ungemein, dass man ganz genau weiß, okay, so Spiele wie Tiletum oder Tiletum, ich weiß immer noch nicht, wie es ausgesprochen wird, aber auch von Devir, Lacrimosa, also wirklich Sachen, die schon auf der Hotness-List, der heiße Scheiß ganz oben sind, dass man die sich pre-ordern kann und weiß, okay, ich muss da jetzt nicht unbedingt am ersten Tag sofort hinrennen, sondern die habe ich mir gesaved. Ich kann vielleicht erstmal die Sachen mir upgraden, die ich jetzt nicht pre-ordern konnte. Und das hilft dann ungemein. Aber es wird großartig werden. Und ich freue mich jetzt schon auf so ein Batzen von neuen Spielen, dass, ja, ich mich freue. Ihr wisst schon, freuen. So, dann Punkt Nummer 4. Das ist was sehr, sehr Persönliches. Und das ist Ruhrpott-Flair. Ruhrpott for life, man. Ja, meine Heimat Ruhrpott bedeutet für mich immer Heimat. Ruhrpott bedeutet für mich, nach Hause kommen. Ich lebe seit knapp 15 Jahren nicht mehr im Ruhrgebiet. Und trotzdem ist es tief in meinem Herzen. Ich habe mir nicht umsonst den Förderturm auf den Oberarm tätowieren lassen. Und meine Familie lebt auch noch zum großen Teil im Ruhrgebiet. Und nirgendwo gibt es einfach so eine gute Currywurst wie im Ruhrgebiet. Ich freue mich schon. Ich werde an einem Abend werde ich mit dem guten Tom Wessel und noch ein, zwei Leute vom Dice Tower werde ich ihn definitiv, werden wir eine Ausfahrt machen und ich habe auf der GenCon ein Gespräch mit ihm gehabt, wo es darum ging, ey, der Tom Wessel ist großer Currywurst-Fan, das kriegen die natürlich in den USA nicht ganz so einfach. Ich sagte, Tom, ich zeig dir, wo es die beste gibt. Und da freue ich mich auch schon drauf, das wird auch lustig werden. Ich freue mich vor allen Dingen aber, wie gesagt, auf gute Currywurst. In München bekommt man Currywurst ist hier ein Thema, aber kein gutes. Also eine gute Currywurst in München zu bekommen, es gibt ein, zwei Läden, ja, ich weiß, Bergwolf und sowas, das ist schon alles ganz fein. Die haben auch die gute Dönninghauswurst, aber es ist einfach nicht dasselbe. Es ist nicht dieses Pommeschranke und Currywurst und ich mache da lieber eine gute Currysoße selber. Aber auch das, ich liebe einfach dieses Ruhrgebiets-Pommes-Bohnen-Flair, Ruhrgebiet im Allgemeinen natürlich halt. Das ist halt, ja, Ruhrpott-Kodderschnauze, auch da freue ich mich drauf, dass ich ganz genau weiß, ich kann morgens zum Bäcker gehen und muss nicht eine Schrippe oder eine Semmel bestellen, sondern sag, komm hier, mach fertig, Mettbrötchen, danke. Und ja, da freue ich mich einfach drauf. Wie gesagt, das ist nach Hause kommen. Das ist so eine Herzenssache und das ist deshalb ist die Spiel für mich auch so eine ganz besondere Messe, weil die Spiel ist für mich auch immer ein Synonym von nach Hause kommen. Die Spiel hat sehr, sehr früh mein Spieleleben geprägt, sowohl im Pen-and-Paper-Bereich als auch im Live-Rollenspielbereich, was ich eine Zeit lang mal gemacht habe, aber auch im Brettspielbereich natürlich. Und ich verbinde da sehr, sehr viele Erinnerungen dran. Ich habe 2,5 Jahre in Essen mein Volontariat gemacht, als ich damals Journalist gelernt habe. Also auch das war eine ganz, ganz tolle Zeit und deshalb ist das was für mich einfach ganz toll ist und da freue ich mich total drauf. Das wird ganz großartig. Dann Punkt Nummer 3, den ich auch ganz, ganz toll finde und das ist auch was ganz Spezielles und das ist etwas, wo ich hier auf meinem Kanal sehr häufig drüber rede, denn das ist für mich eine sehr wichtige Komponente, warum wir unter anderem spielen und das ist Eskapismus. Eskapismus einfach Kopf aus, die Probleme des Alltags, die Sorgen einfach mal ja, 2-3 Tage ausschalten oder zumindest weit hinten anschieben. Man betritt diese Messehallen und man ist in einer anderen Welt. Man ist einfach in so einer Bubble, in so einem Kosmos, durch die Reizüberflutung, durch die Leute, die man trifft. Es ist halt einfach, als wenn man abgeschottet ist. Ich bin ein Mensch, gerade beruflich, der sehr häufig an seinem Handy ist, weil natürlich viele Sachen oft reinkommen. Aber auch, das sind so Tage, da bin ich echt selten an meinem Handy. Und dann gucke ich mal drauf und sehe dann irgendwie, oh, 37 neue Mails von der Arbeit innerhalb der letzten 1,5 Stunden. Und ich denke mir, ja, komm, es ist jetzt Spiel. Ich habe jetzt Urlaub und ich bin hier in diesem
Kosmos, der Spiel mit den Leuten, es ist irgendwie, als wenn die Probleme der Welt dann in dem Moment wirklich ganz, ganz weit weg sind. Und das einzige oder das größte Problem, was man gerade vielleicht hat, ist, wo hast du dieses Spiel her? Gibt's das noch und wo muss ich hin? So, und das ist halt in dem Moment, ist das wirklich eine Art des Eskapismus, den man wirklich selten so hat. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache. Denn Spielen ist unser Hobby, von vielen von uns unser schönstes und liebstes Hobby. Und das so die Essenz davon rauszuziehen, weil man da so gemeinsam dieses Erleben, man sitzt dann vielleicht auch in irgendeinem Demotisch. Man sieht Leute, die man vielleicht seit ein, zwei Jahren nicht gesehen hat. Man trifft Leute, die man noch nie gesehen hat, die aber sagen, Mensch, cool, ich guck deinen Kanal, oder man verquatscht sich dann. Und das ist halt einfach, als wenn die Welt in Ordnung wäre. Das ist so irgendwie, wo man sich denkt, boah, eigentlich ist es gerade schön. Kann das nicht irgendwie 3 Wochen gehen? Wahrscheinlich wird man es dann nicht mehr so wertschätzen können und es wird natürlich irgendwann verwässern. Aber genau deshalb ist das so schön. Diese 2, 3, 4 Tage, die man auf der Spiel ist, ist halt für mich einfach so eine schöne Form von Eskapismus. Und man hat das Gefühl, alle sind in dieser Stimmung, in dieser, wow, es ist Spiel. Es ist einfach jetzt das große Happening für unsere Szene, für unser Hobby. Man redet da auch nicht irgendwie darüber, was gerade in der Ukraine passiert oder irgendwie über Covid oder, sondern man redet darüber, oh, hast du noch schon Neuen Rosenberg gespielt? Hast du das schon gespielt? Hast du da eine Empfehlung? Und das ist das Schöne. Man ist nicht so in diesem, ja, gerade alles scheiße, ja, meine Heizung geht auch nicht. Ne? Also ihr wisst, was ich meine, sondern es geht um Spielen, es geht ums Hobby und das ist was ganz, ganz, ganz Wertvolles. Das ist Eskapismus in Reinkultur und ich finde, manchmal braucht man das und das sollte man dann auch wirklich genießen und da freue ich mich total drauf und ja, ich war ein bisschen emotional. Das ist toll. Nein, also ganz großartig. So, dann Punkt Nummer 2 ist eindeutig für mich das Perlentauchen, fremde Verlage, Dinge, die man sonst nicht erlebt oder nicht sieht oder gar nicht erst irgendwie mitbekommen würde. Und das ist das Schöne bei, ich weiß nicht, wie vielen 100 Ausstellern die Spiel gerade ist. Es werden auf jeden Fall einige sein. Es sind wieder über 1000 Neuheiten. Man hat dort einfach auch abseits der großen Kosmos und Hans im Glück und Asmodi und, die wir natürlich alle kennen, die halt hier auch in Deutschland, gerade für uns Blogger, so ein bisschen unser täglich Brot sind, hat man aber auch ganz, ganz viele Verlage aus dem Ausland, von denen man vielleicht noch nie was gehört hat. Oder irgendwelche ganz kleinen Eigenproduktionen, wo man sich denkt, okay, was ist das? Noch nie irgendwas von mitbekommen. Und ich habe es aber so oft schon erlebt, dass da so richtig kleine Perlen bei sind, wo man sonst nie drauf gekommen wäre. Das hätte man nie in irgendeinem Spieleshop oder die machen vielleicht nur Eigenvertrieb, da wäre man nie gelandet. Und das finde ich, ist immer so eine Sache, die ich so genieße, da einfach durchzugehen. Und am ersten Tag versuche ich immer so meine Most Wanted Liste abzuhaken und danach die nächsten 1, 2 Tage konzentriere ich mich darauf, mit Leuten zu quatschen und alles und natürlich eben solche Sachen zu finden. Das ist ja, wenn ihr meinen Kanal kennt, wisst ihr, dass ich gerade versuche, solche kleinen Perlen hier immer vorzustellen und mal auch abseits des Mainstreams coole Sachen zu finden. Und da ist das immer bei der Spiel ganz, ganz wertvoll. Irgendwelche kleinen asiatischen Verlage oder irgendwelche südamerikanischen Verlage, wo man auch weiß, selbst wenn man das Spiel vielleicht schon mal gesehen hat und kennt, das kann man nur mit, weiß ich nicht, 60, 70 Dollar, Euro, whatever, Porto bestellen und ist es das wert? Und da hat man wirklich die Möglichkeit, mit den Leuten, vielleicht sogar mit den Autoren zu interagieren, direkt sich die Infos aus erster Hand zu holen und zu sagen, weißt du was, das klingt cool, das packe ich jetzt ein. Das können so eine kleine Hidden Gem sein. Und das ist auch für mich immer so ein ganz großes Abenteuer auf der Spiel. Passt auch ein bisschen zum Eskapismus, weil dann ist man so in so einem Tunnel denkt, könnte das die nächste Hidden Gem sein oder nicht? Oder eher das? Und ist es das jetzt wert? Und das ist immer eine ganz, ganz coole Sache, was ich total genieße und was ich super, super gerne mag. Kommen wir nun zu Punkt 1. Und ja, er mag abgedroschen sein und er mag, ja, klischeebeladen sein, aber it is what it is and that it is. Und das seid ihr. Das sind die Menschen. Denn so eine Convention lebt einfach natürlich von den Produkten und den Spielen, aber das wäre alles nichts wert, wenn da nicht die Menschen wären. Stellt euch das mal vor, wir sind in 3, 4, 5 riesigen Hallen, wie in so einer Industrieanlage, da stehen die Spiele, werden von irgendwelchen Roboterarmen draufgefahren, wir gehen dahin, nehmen uns die, gehen zur Kasse, bezahlen. Dann hätten wir auch coole neue Spiele und dann wären wir wahrscheinlich trotzdem happy, dass das super viele Neuheiten sind, aber es lebt einfach davon, euch zu treffen, mich mit Bloggerkollegen auszutauschen, mich mit Verlagsmenschen auszutauschen, Leute, die man seit vielen Jahren vielleicht das letzte Mal vor der Pandemie gesehen hat, Leute, die man noch nie gesehen hat,
die Brettballett-WhatsApp-Gruppe. Da werde ich auch noch die nächsten Tage was schreiben, ob wir da mal so ein kleines Treffen irgendwie hinbekommen für die Leute, die da sind. Damit ich auch einfach mal Danke an euch sagen kann für den ganzen Support. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich finde, das ist eine Sache, als ich vor 3, 3,5 Jahren mit dem Kanal angefangen habe, hätte ich nie gedacht, dass sich das so entwickelt und dass das inzwischen auch so ein wichtiger Teil von meinem Leben geworden ist. Weil es gibt mir einfach super viel. Und das finde ich auch total toll. Und deshalb wäre das Ganze einfach nichts wert ohne die Menschen, das Miteinander. Wir haben es, glaube ich, alle jetzt in 2,5 Jahren Pandemie erlebt, wie schmerzhaft und schwierig das eben auch ist, diese Isolation oder nur im kleinen Kreise zu treffen, solche Veranstaltungen nicht mehr zu haben. Ich weiß selber als Teilhaber der BerlinCon, wie hart sowas auch für ja so ein Event, für so eine Veranstaltung ist. Ich kann es auch nur erahnen, ich habe ein paar Interviews mit der Dominik Metzler auch gesehen, dass es für die ähnlich hart war. Wahrscheinlich noch härter, weil da noch mal ganz, ganz andere Größen und Herausforderungen hinterstehen. Und deshalb finde ich das halt einfach so toll und so wichtig, dass man so viele Leute trifft. Freue mich, Leute eben auch aus dem Ausland zu sehen, die ich jetzt auf der GenCon kennengelernt habe, wie die Leute vom Dice Tower. Viele Verlage, mit denen ich jetzt immer nur, weil die im Ausland sitzen, auch per Mail oder per WhatsApp geschrieben habe, wo man sich auch noch nie persönlich gesehen hat. Und das finde ich einfach so toll und wertvoll, auch zu wissen, wie gesagt, man trifft da einige Blogger-Kollegen, die man sonst nicht so häufig sieht, mit denen man sich austauschen kann. Leute aus der Community, also es ist so ein großer Wulst. Und wisst ihr was, wir sind alle gleich. Egal ob Verlagsmitarbeiter, ob Blogger, ob Spieler, also ob jemand aus der Community. Wir sind alle Spieler, wir sind alle Zocker, wir sind alle da, weil wir einfach mega Bock auf das Hobby haben, was wir so lieben. Und genau das ist die Essenz daraus, was eben so eine Veranstaltung so wertvoll macht. Und so toll die Neuheiten und die Spiele sind, wäre es eine reine Roboterarm-Veranstaltung, wäre ich da wahrscheinlich nicht. So. Also von daher, dass wir ganz, ganz, ganz großartig werden. Ich freue mich jetzt schon ein ab. Es sind da wirklich auch in den letzten 1, 2, 3 Jahren wirklich tolle Freundschaften entstanden mit Leuten, die uns auch schon hier besucht haben, die man aber nicht so regelmäßig sieht, von denen ich aber weiß, dass die da sind, mit denen man dann auch schon mal essen war. Liebe Grüße an meine beste Boardgame-Presse, sage ich da draußen nur. Und ja, da freue ich mich einfach drauf. Das wird wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Fest werden. Einziger Wehmutstropfen, da wurde ich jetzt auch 1, 2 Mal schon gefragt. Die gute Cat wird leider nicht dabei sein. Das ist auch für mich sehr schade, weil ich das auch immer sehr genieße, da mit Cat drüber zu flanieren, weil Cat für gewisse Sachen nochmal einen ganz anderen Blick hat als ich. Unsere Motte wurde dieses Jahr eingeschult. Wir sind hier in Bayern und leider hat Bayern zu dem Zeitpunkt keine Schulferien. Und ja, da geht das nun mal leider vor. Also was heißt leider? Es geht einfach nun mal vor. Leider eben, dass Cat dann nicht dabei ist. Aber ja, sie wird uns aus der Entfernung unterstützen. Vielleicht kriege ich Cat ja mal dazu, ein Video zu machen. So, juhu, mein Mann ist weg. Spiele, die ich spiele. Was? Nein. Ja, genau. Also so viel dazu. Ich hoffe, man sieht sich auf der Spiel. 2,5 Wochen sind es noch. Nächste Woche kommt meine Most Wanted-Liste an Spielen. Mal gucken. Da werden ein paar Sachen drauf sein. Die habt ihr schon ein paar Mal gesehen. Vielleicht aber auch ein paar Sachen, ein paar Geheimtipps werde ich vielleicht draufsetzen. Gibt zum Beispiel ja so Spiele, die ich schon hier habe, wie im Woodcraft und Great Western Trail Argentinien. Die werde ich dann natürlich nicht nochmal da draufsetzen. Deshalb werde ich versuchen, mal so ein paar Geheimtipps rauszusuchen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Ansonsten würde ich sagen, es ist Sonntag, spielt was Schönes, habt eine gute Zeit, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bei mir geht's heute Abend auf die Wiesen, mal gucken, was das so bringt. 1, 2, super und sowas. Klingt, ich weiß, wenn ihr Bayer seid, sagt ihr, oh Gott, ja, ich weiß. So, in diesem Sinne, wir sehen, hören, riechen uns, macht's gut, bis bald, danke und tschüss.